Juhu! Das ist der Traumjob. Endlich keine Jeans mehr verkaufen, sondern selbst welche entwerfen. Kreativ sein, besser bezahlt kriegen. Paul schwebt auf Wolke 7 und will den alten Job hinschmeißen. Sofort. Halt, Paul, nicht so schnell. Von heute auf morgen kündigen, das geht nicht. Hast du einen Job, der zeitlich befristet ist? Dann kannst du nicht kündigen, sondern darfst erst gehen, wenn der Vertrag ausläuft. Theoretisch. Praktisch finden viele Vorgesetzte, Reisende soll man nicht aufhalten. Sie sind oft bereit, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu lösen. Das heißt, ihr macht euch gemeinsam aus, wann du gehen kannst. Eine einvernehmliche ist jederzeit möglich und es gibt keine Kündigungsfristen. Oder hast du vielleicht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis? Dann musst du eine Kündigungsfrist einhalten. Es muss also eine bestimmte Zeit verstreichen zwischen dem Ausspruch deiner Kündigung und dem Tag, an dem du gehst. Die Kündigungsfrist kann je nach Kollektiv oder Arbeitsvertrag unterschiedlich lang sein. Am besten erkundigst du dich dazu bei Betriebsrat, Gewerkschaft oder Arbeiterkammer. Achtung! Wenn du dein Arbeitsverhältnis auflöst, können unfaire Klauseln wirksam werden, die du unterschrieben hast. Zum Beispiel, dass du nicht zur Konkurrenz wechseln darfst oder Ausbildungskosten zurückzahlen musst. Dazu solltest du uns vorher kontaktieren, damit wir dich beraten können. Auch bei einem unbefristeten Dienstverhältnis gilt, eine einvernehmliche Lösung geht immer. Noch was, ob du nun kündigst oder dich einvernehmlich vom Job verabschiedest, lass dir alles schriftlich geben. Dann hast du im Streitfall etwas in der Hand. Und jetzt? Alles Gute im neuen Job. Gerechtigkeit muss sein. Arbeiterkammer. Nähere Informationen zum Thema Arbeitnehmerkündigung finden Sie unter www.arbeiterkammer.at.